sein. So Leute, was geht? Ich bin's mal wieder, euer Gottmilk, und wir zocken heute mal eine Runde COD. Es wird ein kleines Infovideo, eine Runde COD, und dann war's das auch schon. Und zwar, ich wollte nur sagen, dass ich jetzt für längere Zeit nicht mehr aufnehme. Das liegt nur daran, dass ich halt keine Lust habe, weil ich dann mein neues Mikro krieg. Dann muss ich das noch konfigurieren und so alles. Und dann wird wieder aufgenommen mit einem neueren, mit einem besseren Mikrofon. Also braucht ihr jetzt nicht rumflamen. Und ja, da es ja ein kleines Infovideo ist, wird auch jetzt erstmal zur Schau gestellt, dass ich vielleicht bald ein Projekt mit Skyrix LP machen werde. Ihr könnt mal vorbeischauen, er hat fast seine 1000 Abonnenten. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dich, ja. Und ja. Und zwar, wir wollten ja in letzter Zeit ein bisschen öfter hier COD zocken. Und ich habe ja auch das vorgehabt, dass wir COD hochladen werden von der PS3. Und das ist eben das, was nicht erscheinen wird. Da ich ja erst diesen sogenannten Receiver brauche, kann ich halt nicht spielen. Und ich kaufe mir da lieber ein neues Mikrofon, statt mir das Teil dazu kaufen, was 150 Euro kostet. Das Mikrofon kostet nur ein paar zerquetschte, also 90 Euro. Ist ein bisschen viel, aber auch ein bisschen wenig. Und ja, ist halt eins von Rode, Markenware, 4,3%, also hat eine Wertung von 4,3, also 5 Sterne gibt's, und der hat 4,3, das finde ich schon mal geil. Das habe ich gefunden bei einer Seite von Pete's Meet. Die haben da ihre Equipment und so was gezeigt und so was. Und ja, auf jeden Fall Plan. Was spielen wir hier? Team Deathmatch. Okay, das passt ja. Auf welcher Map? Map. Team Deathmatch auf High Rise. Die Map kennen bestimmt alle. ME2, ME3 Map mit Heliport, Kran und so was. Kann man da drauf springen? Nee. Schon mal. Okay, doch, kann man. One Hit. Fuck you, Mother. Auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Werde ich dann halt nicht mehr aufnehmen. Dann irgendwann kann ich auch noch mal nicht aufnehmen, weil ich mir dann entweder eine neue Grafikkarte einbauen lasse oder mir einen neuen PC kaufen werde. Warum neuen PC, weiß ich nicht. Ich kaufe mir einen für 400, wo auch die Garantie ist, dass da Battlefield und so alles geht, mit einer besseren Grafikkarte. Ich habe keine Ahnung, was für eine Grafikkarte, auf jeden Fall eine schlechte. Und das will ich mir einfach nicht geben, deswegen. Headshot. Nein! Da habe ich halt dann wirklich mehr Spaß zum Aufnehmen, und dann werde ich mir natürlich auch noch ein neueres Internet besorgen. Also es wird alles wirklich komplett neu, alles wird neu gemacht. Wenn ich 18 bin, wie ich schon mal gesagt habe, kann ich dann auch für längere oder für, was soll ich sagen, für kurze Zeit nicht aufnehmen, weil ich da eben im Umzug bin, in der Umzugsstimmung. Das dauert mindestens noch 2 Jahre, dann bin ich eh weg von zu Hause, und ja, was will man eigentlich mehr? Was wollte ich jetzt machen? Das war's eigentlich schon. Ja, wollte ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen, ihr genießt jetzt hier noch in Ruhe das Gameplay, was ich gerade so live erspiele. Fragt mich nicht, warum ich das live erspiele, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe. So Freestyle Commentaries zu machen, da habe ich einfach keine Lust drauf, deswegen. Ich habe ihn doch erwischt, ey, lutsch doch der Oma. Und erstmal
wirklich. Muss ich auch noch was sagen? Tipps für COD und sowas, ne? Zum Beispiel hat jetzt auch dann zuletzt Skyrix gemacht. Skyrix, ich wollte nur mal sagen, dass wirklich COD. Warum Skyrix? Ich will es jetzt überhaupt mal klarstellen, dass wirklich COD für PC leicht ist. Sehr leicht. Hi. Peace. Nee, es ist einfach so, wirklich COD überhaupt für PC ist leicht. Wenn man mal wirklich an der PS3 sitzt und mit Controllern noch nicht so gut zurechtkommt wie ich, dann ist es schon schwer für bestimmte Personen. Also ich muss sagen, für mich, das Spiel kotzt mich jetzt schon an. Aber ich kann euch da jetzt schon ein paar Tipps geben, wie ihr wirklich lagfrei spielen könnt in COD für PS3. Also ihr könnt ja erstens, ihr könnt in den, wenn man so ein Spiel sucht, kann man ja davor in so eine Lobby gehen. Und da kann man eben suchen, welche Verbindung. Beste, normal oder niedrig. Ich würde da die beste nehmen, weil dann kommt ihr auch in diesen Internet-Zwange rein, die ihr habt. Zum Beispiel ihr habt eine 4K-Leitung, dann kommt auch eine 4K-Verbindung her mit in die Lobby. Weil das geht bis zu 32.000. Ich habe jetzt eine, ich glaube, 32 oder eine 18.000er Leitung. Und wenn ich das da mache, und ich spiele ja sehr oft mit meinem Clan-Kollegen, da kann das schon oft sein, dass wir wirklich da etwas länger suchen, dafür die Verbindung steht und dafür bleiben wir dann auch in der Lobby drinne. Das ist eben, zum Beispiel, ihr kennt ja bestimmt so alle das Dashboarden von manchen Spielern. Wenn sie Host sind und kurz vor der Nuke sind, gehen sie einfach aus dem Spiel raus und dann war's das, ja. In dem Fall muss ich auch mal sagen, ne. Manche Leute haben wirklich gelitten, wenn die das machen. Also mich kotzt das jetzt schon an und ich sag jetzt einfach mal so, Leute, das war's für heute. Für heute, ja, bis zum nächsten Mal, haut rein und ich würde sagen, wir laden die nächste Folge hoch in 2 Wochen oder in 1 Woche, bis ich dann mein Mikrofon habe. Ich glaube, in 1 Woche kriege ich das, wenn die Schule wieder anfängt, und ich sag erstmal, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.